Gut, ich würde es so oder so machen und die Liturgie ist ja auch schon gewürfelt. Das heißt, wir müssen es eigentlich nur noch beschreiben. Also es vergeht Zeit. Ich denke, es wird auch nicht nur Beten sein, sondern wahrscheinlich auch Gespräche, denn es geht ja auch irgendwie um die Person. Und Canicetiana war ja ohnehin relativ mitteilsam. Ja, und am Schluss würde ich mich gegenüber von Canicetiana auf den Boden vor den Altar knien und spreche dann: Hohe Herrin Hesinde, geliebte Herrin Raja, dieser Mann kniet hier vor euch, um sich von dem Verdacht reinzuwaschen, ein Paktierer des Spiegelmachers zu sein. Gebt mir ein Zeichen, ob er schuldig ist oder ob er unser Vertrauen verdient hat. Und dann berühre ich ihn zum Abschluss an der Stirn. Habe die Wahl, ihn über dem Herzen oder an der Stirn zu berühren, aber bei Canicetiana kommt mir die Stirn sehr viel passender vor. Du öffnest dein drittes Auge und kannst die Seele vor dir erkennen, die in seinem Körper ruht. Du siehst keine Verderbnis, keine Befleckung auf seiner Seele. Sie ist rein, so rein wie sie irgendwie sein kann, so rein wie die eines Neugeborenen. Allerdings ist sie gespiegelt. Sulamin zieht die Brauen zusammen. Das ist nicht, wie es sein sollte. Was ist los? Ich kann keinen Makel erkennen, Das ist gut. aber es ist, wenn ihr die Hälfte eines Gesichtes zeichnet. Und es dann einfach dann das Blatt faltet und es auf die andere Seite kopiert. Ihr habt dann ein vollständiges Gesicht, aber es ist Nicht eures. zu symmetrisch. Es ist nicht wahre Gesicht und Ich habe nur eine Frage. Ist der ein Partier oder ist der keiner? ich kann keinen Makel feststellen. Aber ich bin jetzt noch beunruhigter als zuvor. Ach kommt schon, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Es tut mir leid, Canicetiana, aber etwas stimmt nicht. Ich hätte gerne eure Unschuld bestätigt. Und Dolomine erhebt sich Und und was beendet machen wir damit. jetzt? Das weiß ich doch auch nicht. Die Also Seele gut, dann bleibt verzichte ich auf die Entschuldigung vom Kapitän, aber ich kann mich trotzdem wieder bewegen. Das ist ein Kompromiss. Ihr werdet weiter in Gefangenschaft bleiben. Wie weit ist denn Canacitiana von mir entfernt? Kannst du ja selber dir angucken. Okay, ich würde so während Sulamins Gebet halt auch in der Nähe von Ein ihm Meter. gestanden haben. Jan Meter, genau. Ja, dann, weil mir jetzt nichts anderes einfällt, würde ich einen Blick aufs Wesen wirken. Schauen wir doch mal, was dabei Ja, alles klar. rauskommt. Blick aufs Wesen. Ja, hatten wir seit dem Ei in Pyrakos oder nee, in Wassertors schwarzer Pyramide nicht mehr. Ich dachte erst an Blick in die Gedanken, aber nee, ein Blick aufs Wesen kommt, glaube ich, einfach besser, auch wenn ich den nicht gut kann. Ich habe ihn nur in magischer Repräsentation. Entsprechend werde ich dabei auch Worte sprechen. Aber mir dürfte die Worte auch kennen. Das sind ganz einfach auf Gariti Worte der Macht. Zeige dein wahres Gesicht und dein Wesen. Zeige dein wahres Gesicht und dein Wesen. Ja, Blick aufs Wesen. Ich lasse mir dabei keine Zeit, weil das eine spontane Reaktion ist. Es war nicht geplant. Ja. Das ist nicht besonders gut. Das wird natürlich 100% an seiner MR abprallen, aber ne? Ja, du Ich hast kann es ja. also auf alle Fälle die Magieresistenz selber als zwei. Du hast trotzdem ein kurzes Gefühl, wie er dir sein Seelentier rüberschiebt. Du siehst ganz kurz eine Schlange. Ist interessant. Das Zulamin Abelmir. Ein Seelentier ist wohl eine Schlange. Ich habe eine Theorie. Würdet ihr mich kurz begleiten?
Natürlich. Die Gartengottes, schafft ihn wieder in die Zelle. Nein, lasst ihn noch kurz hier. Du Garten, dann passt auf ihn auf. Richtig, kommt einmal mit vor die Tür. Den Gartengottes hier reinschicken, dass er auf ihn aufpasst. Nun, Zulamin, du hast gesagt, deine Seele sei rein. Zumindest konntest du keinen Makel feststellen, nicht wahr? Ja. Und ich habe vorhin, als er gesagt hat, er hätte noch nie etwas Unrechtes getan, was gegen das Gesetz gewesen wäre, da glaube ich nicht, dass er gelogen hat. Ich glaube aber auch, dass das, was du gesagt hast mit dieser Seele, die anders sitzt, als sie sitzen sollte, und dass er ein Buch aus der Wand ziehen kann, eindeutige Indizien sind. Nun kann es aber sein, denn wir sprechen hier immerhin vom Herrn der Illusionen, dass dieser sich als etwas anderes ausgegeben hat, kann jetzt Tiana gegenüber. Stellt euch einmal vor, er hätte gesagt, er sei nun die Herrin Hesinde zum Beispiel. Und Kanazitiana, gutgläubig wie er ist, würde im Namen der Herrin Hesinde tun und walten. Versteht ihr? Er hat ihn an der Nase herumgeführt. Das ist das Wesen dieses Erzdämons, nicht wahr? Er bleibt trotzdem ein Paktierer. Ihr habt recht, dass das sein Wesen ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Kanizitiana ein gläubiger Mann ist. Habt ihr gesehen, wie er vor dem Altar gekniet hat? Nun, ich habe ehrlicherweise nicht so sehr darauf geachtet. Ich war sehr mit meinen Kerzen und den Flammen beschäftigt. Nun, er hatte die Hände nicht gefaltet, aber es ist ja nicht nur diese eine Sache. Ich hatte nie das Gefühl, dass er besonders gläubig ist. Und wenn sich euch die Göttin Hesinde offenbart hätte, meint ihr nicht, ihr wärt dann ein etwas frommerer Mensch? Ich habe von der sogenannten eisernen Schlange gehört. Das sind auch Hesinde-Diener. Und nun, die tun, was getan werden muss. Und vielleicht ist das genau seine Einstellung. Ich weiß es auch nicht. Ich habe eher das Gefühl, er lässt Dinge aus. Ich glaube auch, dass er die Wahrheit gesagt hat, als er sagte, er habe nie. Wie war der Wortlaut? Etwas gegen das Gesetz getan? Aber vielleicht hat er tun lassen. Aber paktieren ist doch alleine schon gegen das Gesetz, nicht wahr? Nun, das ist theologisch umstritten. Es ist ein göttliches Gesetz, kein weltliches. Nun gut. Also, ich weiß nicht, wie Jalan das ausgelegt hätte, aber der hätte bestimmt irgendeine Rechtsvorschrift aus dem Hut gezogen und gesagt, dass Paktieren wieder das Gesetz in, was weiß ich nicht, welchen Hafen wir angelaufen haben. Du sagst, es ist kein weltliches Verbrechen. Es ist ja ein magisches und ein Verstoß gegen die Ordnung der Dinge. Wie dem auch sei. Ich wünschte, Jalan wäre hier, aber so müssen wir wohl eine Lösung finden. Ist ein Seelentier, ich konnte es sehen, eine Schlange. Nun, das sagt nicht viel über ihn aus, nicht wahr? Nun, es gibt zumindest gewisse Charakteristika. Neugier. Unter anderem. Aber ebenso Verschlagenheit, List, Tücke. Nichtsdestotrotz konnten wir seine Unschuld nicht feststellen. Genauso wenig aber seine Schuld. Im Zweifelsfall richten wir ihn. Ohne mich. Das werden wir nicht tun. Ich habe heute schon einmal einen unschuldigen Mann verzaubern müssen. Das hat mir nicht behagt. Und wollt ihr lieber einen Paktierer frei laufen lassen? Nein. Wir werden niemanden hinrichten, ohne zu wissen, dass er ein Paktierer ist. Oder dass er überhaupt etwas Unrechtes getan hat. Ich muss mich mehr mit dem Erforschen der Gedankenwelten befassen. Das hätte uns an dieser Stelle viel Mühe erspart. Wollt ihr es wirklich verantworten, dass ein Paktierer frei herumläuft? Selbstverständlich nicht. Weil ihr zögert, weil ihr zaudert, weil ihr Angst habt, einen Unschuldigen hinzurichten? Ich werde ihn nicht hinrichten. Wenn ihr das tun wollt, dann tut es. Jalan hat dafür plädiert, ihn nicht zu richten, bevor seine Schuld nicht bewiesen ist. Und Jalan. Er ist nicht hier. Ihr wollte Serpentilio nicht an Bord haben, weil die Kunst ihr, der Dämonenbeschwörung passiert? Zu schwarz erschien. Merkt und ihr sprecht was davon. Ihr entzweien uns gerade.
Das ist auch ein Wesen dieses Erzdämons. Nun ja, nicht nur dieses, der andere auch, der Flinke. Aber merkt ihr nicht, was gerade mit uns passiert? Wir müssen einig sein und nicht getrennt in dieser Lage. Und solange wir nicht einig sind, gibt es ein Problem. Ich bin nicht dafür, ihn laufen zu lassen, aber davon zu sprechen, ihn hinzurichten. Was schlagt ihr dann vor? Ich sehe, ihr habt keine Lösung. Wenn ihr euch nicht traut, dann werde ich es tun. Von einem Yolgurmak der Meere und einer Stadt der tiefen Tochter schwimmt Farbum ihr Fischauge, mein stinkender Gefährte zahlreicher Schiffsreisen. Bundubol, Häuptling der Krakonia von Zadorsk, blubbert von einem Vajat wiedergeboren. Es scheint mir an der Zeit, mir selbst ein Bild von der Stadt aus der Tiefe zu machen. Aus einem Tagebuch des Schwarzmagiers Tariq Urmesha. Und so, während ihr dort unten steht, könnt ihr erkennen, wie Diamantes nach unten zu euch kommt. Einige Stunden sind vergangen. Hier unten seid ihr. Wie lief eure Zeremonie? Unschlüssig. Merkwürdig irgendwie. Konnten seine Schuld und seine Unschuld nicht feststellen. Er tarnt sich sehr gut. Das sagt Abel mir zumindest. Nun, ich bin einer anderen Idee auf der Schliche gekommen, könnte man fast sagen. Ja, ich glaube, der Spiegelmacher, der Herr des Wahnsinns, hat sich als etwas anderes ausgegeben und so denkt Kanazitiana, dass er selbst gar nicht im Unrecht sei. Und sieht sich nicht als Paktierer. Und seine Seele ist dementsprechend rein. Das ist gut zu hören. Ich habe auch gute Nachrichten. Und zwar scheint sich die Sturmfront zu einer Gasse gebildet zu haben. Ich sehe jetzt die Gelegenheit, dass wir hindurchbrechen könnten, ohne allzu großen Schaden mitzunehmen. Eine Gasse? Eine Gasse, ei. Hat man Kapitän. Einmal gehört? Was ist? Da seid ihr. Ich habe Antwort erhalten. Gut. Was steht drin? Wir erwarten euch. Keine Gegenzeichnung. Wo? Versteht ihr nicht? Könnte es vielleicht mit dieser Gasse im Sturm zu tun haben? Rachnor von Trajanina ist selbsternannter und, wie ich mir sagen lasse, berechtigter Meister, den sie verdienen. Nun, es ist nicht so, dass das nicht beeindruckend ist, aber vielleicht ist das auch genau die Prophezeiung, die im Buch stand. Ihr erinnert euch, das Schiff mit uns und diesem Spiegel, Umrandung, Stingens, unter Sturm. Es ist eine Gelegenheit und wir sollten sie nutzen. Lass Kurs setzen, Diamantes. Eine weise Entscheidung, Kapitän. Ich muss gestehen, ich bin überrascht, euch hier draußen vorzutreffen. Ich dachte, ich müsste noch vor der Kapelle warten. Wie war euer Ergebnis? Das erzähle ich euch gleich. Boltax, wenn ihr eurer These nachgehen wollt, dann könnt ihr mit ihm sprechen. Ich muss über das nachdenken, was ich gesehen habe. Und ich denke, dann sollten wir uns besprechen. Jeder, du kannst gerade es, schafft ihn wieder in sein Zimmer und bewacht ihn. Ja, mach ich. Ich habe eines vorbereitet. Gut, dann lass uns an Deck gehen und diese Passage durch den Sturm in Augenschein nehmen. Hi. Alle Mann an Bord! Versetzt die Segel! Ab in die Seile mit euch! Wir haben unseren Kurs gefunden. Oh, ob das so eine gute Idee ist? Wir wollten mit dem Herrn der Arche sprechen. Nun haben wir die Gelegenheit dazu. Und da hier keine weitere Anweisung drauf ist, Boltax, ist dies unsere einzige Möglichkeit, denke ich. Und es ist die Stadt aus der Tiefe. Niemand sagt, dass der Weg dorthin nicht durch einen Strudel führen kann. Geistert bin ich nicht. Aber gut. Dottore, du hast den Befehl gehört. Wir setzen an. Wir werden die Gasse dadurch fahren.
Kapok, bringt uns das irgendwie von unserem Kurs ab? Nein, Mann, sie hat sich direkt genauso geöffnet, wie wir fahren müssen, Mann. Abenteuer. Nun, jedenfalls. Verzeiht jemand das? Nun, dann schauen wir uns dieses Geschenk wohl nicht näher an, sondern nehmen es einfach so, wie es kommt. Nein. Falls irgendwas passiert, dann könnt ihr uns auch sicher wieder aushelfen, Kapitän, wie beim ersten Mal. Wir werden sehen. Auf eine weitere Zusammenstellung eurer Wettermeisterschaft wäre ich sehr gespannt, Kapitän. Nun, wir wollten diesen, wie nannte den, Herrn der Sieben Winde aufsuchen. Meister der Sieben Winde. Und das werden wir tun. Er wird uns vielleicht weiterhelfen, ein oder zwei Dämonenarchen zu versenken. Wenn alles gut läuft. So wie ihr uns angekündigt habt, wird er vorrangig erwarten, dass wir ihm weiterhelfen können. Nun ja, manchmal wäscht eine Hand die andere. Bewegt euch, ihr Arschlöcher! Halbes Segel setzen! Könnte man ein Fernrohr schnappen, ob man schon mal was erkennen kann? Bisher nur die Wand, die sich geteilt hat und zu beiden Seiten offen klafft. Wie ein schmaler Gang hindurch. Das Wasser ist zwar selbst noch aufgewühlt durch die restlichen Stürme, aber es sieht wie eine befahrbare Passage aus. Würde ich mal das Fernrohr absetzen und mal links und rechts von der Reling gucken, ob irgendwelche Wurzelzeichen zu erkennen sind, wie wir das in der Vergangenheit öfters mal festgestellt haben. Ja, dann darfst du gerne eine Sinneschärfeprobe würfeln. Und Spezialisierung oder berufsgeheimes Wurzelzeichen würden natürlich zählen. Ich glaube, das ist eine Magiekundeprobe, ne? Ja, ich habe auch keine Wurzelzeichen insofern. Ja. Nee, du kannst keine Wurzelzeichen erkennen. Also keine Salzkruste, keine Ölpfützen oder so etwas, die du jetzt erkennen kannst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich würde dann mal starren Blickes neben dem Steuerrad stehen bleiben und in die Gasse gucken, raus, bis ich irgendwas erkennen kann. Würde ich verbleiben erstmal. Ja, dann gib mir mal bitte vom Kapitän oder von seinen ersten Offizieren eine Seefahrtsprobe zum Befehligen der Mannschaft für das Koordinieren in einem Sturm. Ich glaube, der Eintrungser wird zuständig. Ja, aber würde ich mir das überlassen? Natürlich. Ach, wie froh, dass es nicht mehr mein Job ist. Ja, du siehst, die Segel werden halb aufgezogen. Hasswolf murmelt einfach nur davon, dass man nicht mit vollen Segeln in den Sturm reinfährt. Wind hat man sowieso genug drin, aber wenn das irgendwie noch kontrollierbar sein soll, dann sollte man da nur halbes Zeug setzen. Und dementsprechend nimmt euer Schiff Fahrt auf, wird dann natürlich unglaublich durchgeschaukelt. Das Schiff dreht und wendet sich dann eben durch die Wellen und taucht auch das ein oder andere Mal seitlich in das Wasser ein. Zwar blutige See ist, es ist, äußert sich zurzeit einfach dadurch, dass es sehr, sehr salzig ist. Der ein oder andere Matrose murmelt sogar davon, dass man mittlerweile auf dem Meer stehen könnte, weil der Salzgehalt hier an dieser Stelle einfach so hoch ist, auch wenn es nicht unbedingt weiß ist, aber es möchte auch gerade keiner das Deck verlassen. Sollte aber jemand über Bord fallen, wäre das eventuell ganz gut. Und ja, der Sturm ist natürlich an der Stelle nicht ganz so sehr hart gegeben. Die Front kannst du aber auch auf alle Fälle erkennen. Ist aber trotzdem, ja, ob das ein gutes Omen ist oder nicht, aber du bist auf alle Fälle gut damit dann zu Gange, auch das ein oder andere Mal unten dann auf dem Deck zu stehen, auf dem Hauptdeck, oder aber, dass du dich dann auf das Hüttendeck stellst und den Aberglaube deiner Männer dann eben herabzubeschwören, dass die dann eben sich trotz dieses Omens, dieses Zeichens, ja, entweder von den Göttern da selbst oder aber von den Niederhöllen, dass sie bei ihren Aufgaben bleiben. Du kannst dann über die hören, wie sie murren und ziehen und ja, euch dann eben gemeinsam durch den Sturm kämpfen. Und wenn ihr auf der anderen Seite nach grob 1 bis 2 Stunden ankommt, könnt ihr auch erkennen, wie sich hinter euch diese Gasse wieder schließt, wenn ihr hindurchgefahren seid. Werdet ihr immer wieder diese Sturmfront haben, die dann eben nicht mehr wieder aufrechterhalten werden muss. Aber wenn ihr auf der anderen Seite ankommt, ist immer noch alles um euch herum dunkel. Es ist immer noch mitten in der Nacht. Wir haben es jetzt ungefähr die erste Stunde des Tages vom dritten Hesinde. Also um euch herum ist alles dunkel.
Relativ wie weit Positionslichter setzen und warte ab. Also gut, Mann. Hier kann ich nicht koordinieren, Mann. Wir haben zwar Sterne, Mann, aber ich würde sagen, wir warten bis Tag und dann können wir gucken. Wir haben immer noch keine richtige Position, Mann. Und wie denkst du, dass du dich am Tag besser orientieren kannst? Die Sterne sind doch der beste Anhaltspunkt dafür. Ja, Mann, aber ich habe kein Ziel, Mann. Außer Richtung Süden. Außer Sturm ist hier nichts. Keine Insel, Mann. Ich kann sagen, wir sind jetzt auf Karte hier, Mann, aber mehr kann ich nicht sagen. Lass diesen Kurs weiter segeln. Gebt mir Bescheid, wenn ihr etwas entdeckt. Dann würde ich die Brücke verlassen wieder, um in meine Kabine zu gehen. Ja, wie gesagt, erste Stunde des Tages. Es ist nachtschwarz. Die anderen, ihr geht schlafen? Ich setze Serpentilio noch in Kenntnis und dann ja, meditiere ich über dem, was ich gesehen habe, denn das hat keine Zeit. Du meinst über die Kenntnis, Kenntnis darüber, was du gesehen hast bei der Augenprüfung? Ja. Okay. Ich würde die Nacht nutzen, indem ich Pergamente, die sind ja relativ dick und grob, sind nicht Normalpapier, mit einer ja, scharfen Klinge, einer Art Rasierklinge, mir seitlich aufzuschlitzen, dass ich zu einer Art Hülse die Seiten auftrennen kann, dass sozusagen ein mich aufklappen kann, könnte. Geht das? Pergament ist relativ dick. Ja, okay. Ich leg mich schlafen. Wie viel Seegang haben wir so? Und wenn man unter Deck steht, also wie fühlt sich das an? Du würdest sagen, eine 3 von 10. Okay, dann wird Serpentilio sich tatsächlich auch zur Ruhe betten, denn der Tag war lang. Ja, das auf alle Fälle. Ihr seid ja auch von Maraskan gekommen, seid dann mit der Tika von Maraskan in Richtung Beskan gesegelt, also da war eine ganze Menge zu tun. Nur zum Verständnis, kann der Setianer wurde jetzt in eine Kajüte gesperrt, nicht zurück in seine Zelle, ja? Der war nie in der Zelle. Der war immer in der Kajüte, die wir auch für Gäste hatten. Okay, in dem Fall bin ich doof, sorry. Weiter im Text. Wir regenerieren, oder? Können wir regenerieren? Ja, alle anderen plus 2 und du nur plus minus 0. Weil du hast einfach eine normale Kajüte ohne irgendwelchen Schnickschnack dran. Mhm, ich verstehe. Wie gesagt, ich würde dieses Pergament aufzutrennen, an die Seiten aufzutrennen. Dort dann diese Quecksilberkugeln, die ich vor Ewigkeit mal hergestellt habe, die so groß sind wie ein Stecknadelkopf, in einige der Pergamente einbetten. Und die Pergamentseiten wieder verschließen mit einer Art Knochenleim, wo mir mein Papier kleben würde. Okay, möchtest du mir erzählen, was du da tust? Also warum? Nun, da ich diesen Paktierer ja nicht offensichtlich überführen kann und mir anscheinend Unwillen entgegenschlägt, diesen in die... Ach so, du möchtest ihm das Pergament zu essen geben. Genau. Ah, okay. Und dann isst er die Quecksilberkügelchen. Genau. Und zwar sind mehrere Pergamente. Darauf würde ich dann Protokolle anfertigen, wie die Befragungen bisher gelaufen sind. Und eine Erklärung abgeben, dass wir weder seine Schuld noch seine Unschuld beweisen könnten. Und dies sind zwei Vorausfertigungen. Einmal für mich, einmal für ihn. Und das würde mich vor der ganzen Nacht kosten, diese Protokolle und diese Entlassungsurkunde von ihm zu unterzeichnen und zu anzufertigen. Das würde mich wahrscheinlich die halbe Nacht kosten, vermute ich mal. Alles klar, dann kannst du, wenn du irgendeine Probe am nächsten Tag würfelst, ist alles erschwert um 2 durch deine Müdigkeit. Alles klar. Dann werdet ihr wieder zur 6., 7. Stunde geweckt, könnt dann in eure Offizierskajüte antreten. Die Wachen haben keinerlei Merkwürdigkeiten gemeldet. Man hat seine Strecke gemacht in der Zeit. Keine weiteren Beanstandungen. Der Tee vor euch dampft und der Zwieback wurde natürlich auch mit guter Marmelade angereichert, sodass ihr dann eben an eurem Offizierstisch dort dann sitzen könnt, beziehungsweise dann daneben irgendwo. Und den Tag beginnen dürft. Dann guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr habt gut geruht. Nun ja, es geht.
Oh, herausragend. Oh, geschlafen wie ein Stein. Ihr seht so übernächtigt aus wie ich, Abelmir. Ja. Quält euch doch das Gewissen? Man kann es so sehen oder so. Ich habe hier ein Schreiben angefügt, um ihn aus meinen Diensten zu entlassen. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihn nun ja hinzurichten, wenn ihr so wollt. Aber er wird nicht auf diesem Schiff dienen, weiterhin. Wollt ihr ihn dann nicht auf der Stadt aus der Tiefe aussetzen? Nein. Wir werden ihn entweder in Marskan oder in Konchum an einem anderen Land setzen. Nun gut. Kann ich Menschenkenntnis würfeln? Ob Abel mir gerade einen Mord plant? Also das ist auf alle Fälle überreden, lügen gegen Menschenkenntnis, ja. Ist... Ich würde es aber Abel mir um 5 Punkte erleichtern. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Weil ihr Freunde also seid. Kriegt auf jeden Fall auch saftige Erschwernisse, wenn man einem Freund... Vor allem soll das ja alleine schon ein bisschen erschwert sein, weil es ja eher subtil ist. Er versucht ja jetzt gerade nicht zu verbergen. Also ich bin gerade nur irgendwie, weil sein Stimmungsumschwung so groß ist. Sonst würde ich auch nicht würfeln. Ja, kannst du auf alle Fälle mal machen. Eine berechtigte Probe. Berechtigt auf jeden Fall.